Stellen wir uns doch mal vor, wir haben ein Objekt, das sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde bewegt. Und da wir es mit Vektoren zu tun haben, sagen wir mal, es bewegt sich nach rechts. Also in diese Richtung. In diesem Video möchte ich dir einen sehr interessanten Zusammenhang erklären, den du mit Sicherheit auch des Öfteren in der Schule nochmal brauchen wirst. Wir zeichnen uns für diese Bewegung 5 Meter pro Sekunde einfach mal ein Geschwindigkeitszeitdiagramm. Das hier ist unsere Achse für die Geschwindigkeit. Zack, zack. Und das hier unten wird unsere Achse für die Zeit. Deswegen ja Geschwindigkeitszeitdiagramm. Und wir zeichnen jetzt am besten erstmal unsere Geschwindigkeit ein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Meter pro Sekunde. So, und während die Sekunden so dahin streichen, verändert sich unsere Geschwindigkeit ja nicht. Also nach einer Sekunde sind wir noch bei 5 Metern pro Sekunde. Nach 3 Sekunden sind wir immer noch bei 5 Metern pro Sekunde. Deswegen haben wir also eine gerade Linie. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wie weit hat sich dieses Objekt bewegt nach einer Zeit von 5 Sekunden? Also zeichnen wir am besten mal gleich ein. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind 5 Sekunden. Also ist unsere Bewegung zurzeit an diesem Punkt. So, wir könnten jetzt natürlich am einfachsten erstmal unsere Formel nehmen, die wir schon kennen. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit v gleich berechnet werden kann mit dem Weg, der zurückgelegt wurde, geteilt durch, nehmen wir die gleichen Farben, geteilt durch die Zeit, die verstrichen ist. So, diese drei Variablen stellen wir jetzt so um, wie wir es benötigen. Wir rechnen einfach mal t mal Delta t, also haben wir die Geschwindigkeit mal Delta t ist gleich der zurückgelegte Weg. So, und es fällt ziemlich schnell auf. Wir haben beide Variablen schon gegeben, die wir brauchen für die Berechnung. Also setzen wir doch gleich ein. Die Geschwindigkeit sind 5 Meter pro Sekunde und die zurückgelegte Zeit. Der Zeitunterschied ist 5 Sekunden. 5 Sekunden. Ah, keine schöne 5. Egal. Und wenn wir das berechnen, sehen wir, die Sekunden kürzen sich mit den Sekunden und es bleibt übrig, 5 mal 5 sind 25 Meter. So, damit haben wir die Frage ja an sich schon beantwortet. Aber das Interessante ist, wenn wir uns jetzt unser Diagramm wieder angucken und unseren Graphen von unserer Geschwindigkeit, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass auch die Fläche des Rechtecks unter unserem Graphen, also diese Fläche, ebenfalls 25 Meter ist. Und das macht sogar Sinn, wenn wir uns mal anschauen, wie man die Fläche eines Rechtecks berechnet, dann ist das a mal b. Und jetzt zeichnen wir uns hier mal ein beliebiges Rechteck hin. Dann müssen ja die beiden gegenüberliegenden Seiten immer gleich lang sein. Also nennen wir jetzt mal diese beiden Seiten a und diese beiden Seiten nennen wir b. Und genau das gleiche ist ja auch, wenn wir uns das hier angucken, unsere Fläche unter unserem Graphen. Das hier ist sozusagen unser a von da oben. Und das hier ist die Seite b und wir haben a mal b gerechnet. Nur, dass es diesmal einfach v mal Delta t hieß. So, das gleiche funktioniert auch, wenn wir uns nicht mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen, sondern wenn wir uns konstant beschleunigen. Oder besser gesagt, wenn das Objekt konstant beschleunigt. Wir nehmen dafür einfach mal an, machen wir noch gleich weiter, nehmen wir am besten orange, dass wir eine konstante Beschleunigung haben von, sagen wir, einem Meter pro Sekunde, also einem Meter pro Quadratsekunde. Wir zeichnen wieder genau das gleiche Diagramm, ein Geschwindigkeitszeitdiagramm. Diese Achse, na, das ist kein schöner Pfeil, bisschen Mühe sollte ich mir wohl geben. So, sehr schön. Das hier wird wieder der Wert unserer Geschwindigkeit und hier unten, na, nicht ganz gerade, aber es wird reichen. Das hier wird unsere Zeitachse. Und sind wir mal etwas genauer. Die Zeit geben wir an in Sekunden und die Geschwindigkeit geben wir an in Meter pro Sekunde.
So, dann zeichnen wir uns am besten schon mal die ersten Punkte ein. Hier ist eine Sekunde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir haben 1 Meter pro Sekunde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann wollen wir doch mal unsere Geschwindigkeit eintragen. Nehmen wir am besten Orange diesmal für die Beschleunigung. Also, wir gehen mal davon aus, dass unsere Anfangsgeschwindigkeit, unsere Anfangsgeschwindigkeit, VA, der Wert, war 0 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir sind aus dem Stehen losgefahren und haben durchgehend beschleunigt. Also ist hier unten unser Startpunkt. So, und wenn ich jetzt mich eine Sekunde lang bewegt habe, bin ich 1 Meter pro Sekunde schneller als vorher. Vorher waren es ja 0, also sind es jetzt 1 Meter pro Sekunde. Und so machen wir jetzt die ganze Zeit weiter. Wieder nach einer Sekunde bin ich wieder 1 Meter pro Sekunde schneller. Nach einer weiteren Sekunde bin ich wieder 1 Meter pro Sekunde schneller. Und so weiter und so weiter. Ich gehe also immer ein in die Richtung. Das hier ist meine eine Sekunde. Und gehe ein hoch, weil ich 1 Meter pro Sekunde schneller werde. So, wenn wir es jetzt immer weiterführen würden, würde da ungefähr so ein Graph rauskommen. Stellen wir uns einfach mal vor, dass dieser Graph gerade wäre. Weil das sollte ja eigentlich sein. Es sollte eine gerade Linie sein. Und wenn wir uns diesen Graph anschauen, sehen wir schon, dass er ziemlich unterschiedlich zu dem hier oben ist. Aber trotzdem wird das gleiche Phänomen wieder auftreten. Wir schauen mal wieder, wie weit wir uns bewegt haben nach 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind 5 Sekunden. Also sind wir bei der Bewegung, die wir uns gerade angucken wollen, an diesem Punkt angekommen. So, jetzt können wir ja schon mal gucken, wie schnell wir zu dem Zeitpunkt sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Ja, und da sieht man schon, dass die Zeichnung etwas ungenau geworden ist. Na gut. Schauen wir doch mal. Muss man ein bisschen justieren. Dann machen wir mal hier die 5 hin. Schummeln wir mal ein kleines bisschen. So. Machen wir die Linie hier weg. So. Sehr schön. Bisschen geschummelt, aber zum Erklären muss es ja auch einigermaßen genau sein. Und hier sind wir also. So. Ah ja, gerade Linie zeichnen. Nicht meine Spezialität. So, das ist also unsere Bewegung. Nach 5 Sekunden sind wir hier angekommen. Wir haben uns durchgehend mit der Beschleunigung von 1 Meter pro Sekunde beschleunigt und sind dann bei 5 Metern pro Sekunde angekommen. So, und wir wollen wieder genau das Gleiche wissen. Wie weit haben wir uns bewegt? Dafür können wir uns ja angucken, wir wissen, dass die Beschleunigung, oder machen wir es anders, gehen wir jetzt mal diesen Weg hier. Ich könnte jetzt ja sagen, um das wieder zu berechnen, wir wissen ja, dass wir die Fläche hier unter unserem Graphen berechnen müssen, und dann müssten wir theoretisch auch wieder auf den Weg kommen, den wir zurückgelegt haben. Nun können wir hier nicht einfach a mal b rechnen, aber wir könnten ja sagen, ich habe mich nach einer Sekunde, bin ich ja 1 Meter pro Sekunde schnell, habe ich mich für eine Sekunde lang mit 1 Meter pro Sekunde bewegt. Und nach 2 Sekunden bin ich ja schon 2 Meter pro Sekunde schnell, also habe ich mich wieder eine Sekunde lang mit 2 Metern pro Sekunde bewegt. Und so könnte ich das jetzt immer weitermachen. Wie du aber schon, und dann würde ich halt zum Beispiel die Flächen dieser Rechtecke einfach ausrechnen, addieren. Und hätte dann ja immer noch nicht genau die Fläche, die hier drunter wäre, weil dann ja diese kleinen Dreiecke hier immer ausbleiben würden. Aber was wir machen könnten, wäre, wir sagen einfach, wir machen die Dreiecke einfach kleiner. Wir sagen, nach einer Sekunde bin ich 1 Meter pro Sekunde schnell. Damit bewege ich mich diesmal nur eine halbe Sekunde lang. Und nach anderthalb Sekunden bewege ich mich mit anderthalb Metern pro Sekunde für eine halbe Sekunde. Das könnten wir jetzt immer weitermachen. Und wie du siehst, ich denke, du weißt schon, worauf ich hinaus will.
Umso kleiner wir die Dreiecke hier zeichnen, umso genauer kommen wir an die Fläche unter unserem Dreieck ran. Oder wir können einfach gucken, wie sich die Fläche eines Dreiecks berechnet. Die Fläche, machen wir es hier drüben, die Fläche eines Dreiecks. Dreieck, die berechnet sich nämlich mit 1/2 mal der Höhe mal der Grundseite. Also ich nenne sie mal B. Und wenn wir das mal angucken, das haben wir theoretisch auch alles. Das hier ist unsere Höhe von dem Dreieck. Wir gucken uns jetzt, ich nehme mal noch eine andere Farbe, gucken uns jetzt das Dreieck hier an. Zack. Das ist unser Dreieck. Dann wird das hier unsere Höhe. Das hier ist die Grundseite, also unsere Basisseite nenne ich sie einfach mal. Also wissen wir, dass die Fläche sich berechnet mit 1/2 mal der Höhe. Die Höhe ist in dem Fall ja unsere Geschwindigkeit. Nehme ich mal grün, mal 5 Meter pro Sekunde, mal unserer Grundseite. Das ist unsere Zeit und unsere Zeit haben wir gemalt mit Violett. Und das waren 5 Sekunden. Die Sekunden kürzen sich wieder mit den Sekunden raus und wir kommen auf 5 mal 5 sind 25, geteilt durch 2 sind 1, sind 12,5 so, Meter. Das wäre dann wieder unsere Fläche hier drunter. Und das ist wieder genau der Weg, den wir zurückgelegt haben. Und wenn wir uns jetzt mal nochmal unsere Zeichnung hier oben angucken und wie wir das da berechnet haben, macht das auch Sinn. Weil wie du siehst, bildet ja auch hier wieder die Zeit mit unserer Geschwindigkeit ein Rechteck. Nur dass wir diesmal nicht das komplette Rechteck brauchen, sondern halt nur die Hälfte. Weil das Dreieck ist ja genau, das Rechteck ist ja genau in der Mitte geteilt worden von diesem Rechteck. Deswegen nehmen wir halt nur die Hälfte. Also wissen wir jetzt, dass wenn wir uns ein Geschwindigkeitszeitdiagramm zeichnen, immer die Fläche unter dem Graphen für eine gewisse Zeit dann natürlich immer den zurückgelegten Weg ergibt.